Gusti Planzer, was sagst du zu deinem Resultat? Bist du enttäuscht? Nein, enttäuscht, denke ich, ist das falsche Wort. Ich habe drei bestandene Politiker aus Konkurrenten gehabt in diesem Ständeratswahlkampf. Und von dem her denke ich, dass wir als junge Partei, und ich bin auch eher bei den jüngeren Semestern als Politiker einzuordnen, einen Achtungserfolg erzielt haben. Trotzdem, du hast ja verglichen mit deinen drei Konkurrenten recht einen grossen Wahlkampf gefahren. Hat sich der aggressive Wahlkampf, hat sich das gelohnt? Aggressiv, denke ich, war er nicht. Wir haben sicher einen rechten Wahlkampf aufgezogen. Wir haben einen aktiven Wahlkampf betrieben. Ob er eigentlich wirklich derart gerissen war, wie die anderen selber ihren Wahlkampf betrieben haben, das ist nachher wieder ein anderes Thema. Aber ich bin von dem her eigentlich froh, dass man ihn zumindest so wahrgenommen hat, oder? Dass man eigentlich auch einen aktiven Wahlkampf so betrieben hat. Ja, es ist ja so, die SVP sieht sich immer als Vertreter eigentlich der Bauern. Und die Konkurrentin, die durch Bäume jetzt gewählt wurde, ist selber Bauer gsi, ist fast 10 Jahre lang Präsident vom Ürner Bäuerverband. Hat der Isidore Bäume dieser Haufen Stimmen weggenommen? Nein, ich glaube nicht, dass er mir eine Haufen Stimmen so weggenommen hat. Oder ich habe das Gefühl, wir hatten eigentlich zwei linke Kandidaturen und zwei bürgerliche Kandidaturen gehabt. Und von dem her denke ich, dass man uns da und dort eher hätte können ergänzen. Und betreffend der Bauern, das war für ihn sicher ein Vorteil gewesen, dass er da selber natürlich auch den bäuerlichen Hintergrund hat, was bei mir von dem her so fehlen. Aber ich kann sagen, sicher, dass wir von der SVP aus über Jahre hinweg jetzt konstant immer Bäuersame unterstützt haben. Und das wäre von meiner Seite aus ganz sicher auch nicht anders. Ja, jetzt gibt es einen zweiten Wahlgang. Kann man mit dir rechnen als Kandidat noch einmal? Ja, jetzt heute am Wahlsonntag ist ein bisschen früh, über Personalien da schon zu reden. Da muss man natürlich auch wieder sehen, dass es vom Ablauf her jetzt in erster Linie wieder Sache von der Partei ist. Mhm. Da wird die Partei die entsprechenden Entscheidungen die nachher fällen. Und ich denke, es ist jetzt nicht an mir, in dem Sinn, da hier jetzt schon irgendwelche personellen Aussagen da zu machen. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ja, merci auch.